Ja, herzlich willkommen hier bei Multigame mit Karin Vogtland. Vierte Folge Worf Thunder mit dem Chris. Sag mal hallo. Hallo. Und ja, wie in der dritten Folge habt ihr schon gesehen, dass wir gut zusammenspielen können. Und gut uns gegenseitig kaputt machen können. Genau. Ja, das. Jetzt wollen wir mal probieren, ob wir das wieder hinkriegen. Jetzt habe ich mir ein neues Flugzeug gekauft, wie ihr seht. Und ich kann auch Bomben abwerfen. Wie kann ich Bomben abwerfen? Kannst du nur, wenn du das gekauft hast. Die sekundäre Waffe ist dann deine Bomben, die du aber noch nicht hast, weil du erst was da erforschen musst vorher. Siehst du den da rechts unten? Rechts unten, den Isaac? Da, ja. Ja, da schießt sich noch voll an, oder? Nee. Nee, der schießt da unten auf die Bodentruppe von uns. Ja, ich bin da gerade so von oben anfliegend. Er ist aber down. Er ist abgestürzt. Dann links unten. Tempo verringern, Alter. Ich mach doch gar nichts. Ja, du fliegst nach unten, dann kriegst du übelst viel Geschwindigkeit. Alter, ich fliege mit 600 km/h, Alter. Mit 600 km/h. Nun bin ich jetzt mal gespannt, wie meine Geschosse hier abgehen. Hier nix. Wow, ich hab angeschossen. Jetzt. Nehmen wir mal wieder ein bisschen Speed auf. Ja, wie ich im letzten schon gesagt habe, wir sind so ein bisschen prädestiniert dafür, uns gegenseitig zu killen. So, das sind die Fixie unterwegs. Abschusshilfe, sehr schön. Ich glaube, das wird nicht mein Lieblingsflugzeug, Freunde. Ne, die Doppelten, die sind nicht ganz so toll. Aber ich habe auch einen Heckschütze, sehe ich gerade, ist ja geil. Abschusshilfe, yay. Hier ist noch einer, fliegt noch irgendwo einer rum über uns. Oh, ich werde übelst gebankt hier. Und er ist kaputt, sehr schön. Wo bist du? Ja. Ich glaube, hier, ich sehe den Grün. Ich bin abgestürzt jetzt, ich stürze ab. Achso, okay. Mein Flugzeug ist einfach nicht dafür gemacht. FTW Hoffmann vorzunehmen. Ah ne, auf der rechten Seite ist noch einer. Und hinter mir ist auch noch jemand. Mein Spezialflugzeug. Über mir. Dann holen wir uns den hier mal. Gib mal ein bisschen Gas. Der fliegt nämlich zu unserer Base da vorne. Toni, rechts, links unten von dir. Links da unten siehst du den? Ah, ja, TT 80, 80, 80. Ja, den übernehmen. Den nehmen wir uns vor. Bin ich unterwegs hin, 3 Kilometer noch. Ich will nämlich auf die Base dort fliegen und dort landen, um die einzunehmen. Kann er ja mal voll abessen. Mit uns. Liegt mit Höchstgeschwindigkeit. Der will landen. Ne, noch nicht. Der kommt mir entgegen. Der kommt mir entgegen, er kommt mir entgegen. Oh, fuck, ich bin so reingeflogen. Ich bin voll gecrushed, aber er ist auch down. Ja, ich wollte hochziehen, um ihn auszuweichen, aber er war ein bisschen über mir und dann bin ich ihm direkt reingeflogen. Na gut, komm halt mit unserem nächsten Flugzeug. Alles kein Problem. Wir haben es doch. Ja, auf jeden Fall. Ich meine. Ah, 7 Stück kann man haben. 7 ist das höchste hier. Also so sieht es zumindest aus. Dass hier noch 2 Plätze frei sind. Ja, okay, bei Kamikaze Fool, den tue ich jetzt mal wieder verfolgen. Der ist 1 Kilometer von mir entfernt. Ich sehe dich da unten, ich komme zu dir. Da ist noch einer. Legriff. Der ist hinter dir. Komm zu dir. Er ist abgestürzt, er hat sich. Hinter dir ist noch einer. Ja, echt? Ja. Ich flieg eine Schleife. Oh, ich brenn, scheiße. Helf mir! Ja, wir sind schon auf dem Weg, aber. Der hat uns auch fast gestreift. Jetzt kommt wieder mein. Überlast, oh, bei mir wird's dunkel. Das kann nämlich auch passieren, wenn die G-Kräfte zu groß werden. Ein bisschen auf S drücken, mein Freund. Nein, wir müssen noch schneller fliegen. Doppel W, wie bei DayZ. Doppel W, ja. Dann holen wir uns den hier. Schnell, ich bin beim Lake Riff jetzt unterwegs. Lake Riff, mein nächstes Ziel. Oh, da meine Flügel abgehauen, die dumme Sau. Oh ja, schön, ey. Ich kann aber noch ein bisschen fliegen. Hoffentlich kann man noch schießen.
Der hier war das, der Arsch. Ich hoffe, da unten haben keine Leute mehr gelebt. Diesmal kriegt man aber voll auf den Sack. Ja, gut, dann probieren wir mal unser neues Schiff aus. Unser neues Flugschiff. Sieht schon so aus wie bei Dresden, oder? Da hinten mit den Brücken und so und den Flussverlauf. Vororte von Berlin ist das. Aha, hier. Okay. Pass auf, da unten ist einer. Fliegst du auf den zu, auf den Eis? Ja, auf den Eis. Auf 76. Da ist. Da probier das auf. Ich komme mit voll auf mich zu. 500 Kilometer pro Stunde. Schleife drehen, Schleife drehen. Da fliegt voll auf mich zu. Ich verlangsame mich und probiere. Der. Unter mir. Da ist er. Geiler Schuss von dem Flugzeug. Der scheint auch ein bisschen besser zu sein, der Typ. Wo ist er jetzt hin? Über uns müsste er sein. Oder? Ach, da ist er doch. Wo ist er? Ach, ich bin zu blöd. Ah, da unten. Ich fliege auf ihn zu. Da kommt Isaac? Noch ein. Immer noch Isaac, oder was? Ja, aber hier ist noch der Flakebox. Probieren wir den mal. Ach, du bist da, ne? Den kriegt man nicht so einfach. Mal schauen. Ich muss schneller und langsamer zugleich. Ich hab ihn erwischt, aber ich wurde auch abgeschossen. Wo ist er? Er lebt doch noch. Hier unten. Ah, nee, der brennt, alles klar. Der ist kaputt. Aber ich brenne auch. Ich hab noch ein Schiff. Da vorne sind noch zwei, aber ein Flugschiff. Oh ne, da. Aber wir kriegen, haben sogar einen Abschuss vielleicht noch und wir haben verloren, ne? Ja. Wir haben nicht so viel diese Runde geleistet. Ich bin jetzt zum TT 80-80-80 unterwegs. Ich bin wieder, ja, zum, ist links von dir. Okay. Links müsste der von dir sein, aber. Na gut, ich komme mal zu dir in dem Rot. Das wird eh nicht viel jetzt mehr, da ein Abschuss und dann ist vorbei. Habt ihr wie immer Anregungen, Verbesserungsvorschläge, dann immer bei uns in die Comments. Glaub, habt ihr mal Lust mit uns zu zocken, gut. Schreibt uns einfach an. Ja, ich hab jetzt hier voll. Oh, ich wurde ausgeschaltet. Der hat mir verdammt viel Schaden gemacht, ey. Das geht ja mal gar nicht. Ja, schade. Die Runde war aber ein bisschen kurz. Hängen wir noch eine dran oder was? Hängen wir noch eine dran, neue Sonderfolge, wir sind gut drauf. Das war ein bisschen kurz, würde ich mal behaupten. So, ich bin bereit, mein Freund. Ich lerne aus meinen Fehlern. Dann drücke ich gleich mal. Ich stoppe mal gleich mal in die zweite Folge. Jo, und schon geht's los. Krimsk. Oh, hier kommt ein Video. Das war doch vorher noch nicht, ne? Vielleicht muss man hier nur einnehmen mit Landen. Oh, eine Base, ein Airfield. Und zack. Nee, da war jetzt gar nichts. Oh, in der Mitte, das muss eingenommen werden. Scheiße. Nimm die schnellste Maschine, die du hast, ey, und flieg los. Ja, dann hätte ich ja meinen Bomber nehmen müssen, aber ich habe jetzt hier meinen ultimativen Kampf-Jet genommen. Er hat das gewonnen. Ich glaube, ich bin sogar erst da vorne dran. Und halten Sie den Flugplatz. Ich bin sogar erst da vorne dran, oder? In unserem Squad hier. Du bist vor mir, ja, aber du bist, glaube ich, nicht ganz erster. Also kein vor mir. Ich flieg mal nach unten, damit ich noch schneller werde. Knapp 500 oder so km/h, dann. Boah, 500 km/h mit der Bude, Alter. Boah, guck dir das an, was hier über uns reinkommt, Alter. Ja, übelst fehlt. Es ist auch nicht gut, wenn man als erster dort ist. Oder versucht gleich zu landen, der ist aber zu schnell, der wird dann gleich landen können. Ich drehe ab und versuche von hinten aufzuräumen. Ich versuche mir den zu cushen. Warte mal. Der wird nicht mehr angezeigt, der ist abgestürzt, der Bruchlandung. So, dann schau. Ich den hier. Der versucht voll die Flakgeschütze, ja, ich bin voll dran. Wir haben ihn erwischt. Wir wurden voll erwischt. Wir haben einen Robot. Wo ist der? Hier wird ein Gemetzel veranstaltet.
Scheiße, die haben meinen linken Flügel zerschossen. Ich kann mich kaum noch richtig nach links drehen. Na, hier geht's auch voll krank ab, Mann. Gut, dann drehen wir uns halt nur noch nach rechts. Damit wir wenigstens mal so ein bisschen rumkommen. Die haben meinen linken Flügel voll zerschossen. Ich versuche das jetzt einzunehmen. Versuchen wir mal eine Landung hier hinzulegen, aber ich glaube mit dem kaputten Flügel. Uiuiui. Ich hab aber auch einen kaputten Flügel. Verdammt, ich werd hier find voll. Ich bin irgendwie lustig, damit rumzufliegen. Das ist kacke. Ich weiß nicht mal, wie ich damit landen soll. Guck dir mal meine. Oh, ich versuche das auszugleichen. Fast unmöglich. Hoch, mein Freund. Nein. Bist du gestürzt? Ja, na, ich war so zerstört, ging gar nichts mehr. Ich, ne? ich hab's gehört. So, ich versuche jetzt mal zu. Versuche mich überhaupt zu drehen. Ich nehme mal das schnelle Flugzeug, den Bomber hier. Da unten ist die Landebahn. Leute. Sie sieht auf der Karte aus, wie du da landest. Siehst du mich? Ich kann mich nicht weiter drehen, das geht nicht. Oh fuck. Was war das? Okay. Wie auch immer wir jetzt zerstört wurden. Hat uns auf jeden Fall gut erwischt und keiner versucht mal dort zu landen, habe ich das Gefühl. Na, dann bauen wir denn jetzt hier mal wieder rein, verdammt. Kämpfen sich nur und keiner versucht mal zu landen, aber dabei kriegt man anscheinend nur die Punkte da oben runter von dem Gegner, wenn man landet dort und das eingenommen hat. Diese ist dauerhaft unter dem Schuss. Verlieren dauerhaft Punkte. Also so schnell wie wir hier verlieren, nur weil die das Ding eingenommen haben und keine Sau das ordentlich probiert irgendwie. So nicht. Vielleicht haben die Willen davon noch nicht verstanden. Okay, ich sehe das Airfield. Ja, wir haben es eingenommen, gut. Ich versuche mal. Wenn du zu schnelle Kurven fliegst, dann. Da werden die G-Kräfte zu hoch, ne? Ja. Wow, ich brenne! Wow, fuck, der hat meinen Flügel abgerissen. Aber ich hoffe mal, dass der auch abgestürzt ist. Scheint so. Wo sind wir denn? Vorletzter, Alter. Vorletzter, du bist letzter Platz. Jo, das wundert mich nicht. Ich habe ja auch noch nichts getan. Auf in die Schlacht. Aber im Gegensatz zu dir habe ich wenigstens einen Assist, ne? Du hast mehr Punkte als ich. Ja, ja, komm. Ich habe was gemacht und du nicht. Und du kriegst mehr Punkte. Ja, ja. So haben wir es gern. Der Toni, der olle Betrüger. Ich kümmere mich halt ums Wesentliche. Ums nichts tun. Haben wir auch noch? Ja. Wenn wir A noch lang genug halten können, könnten wir vielleicht sogar noch gewinnen. So ist der schnell da vorne. Drehen schon voll auf und der zieht immer noch davon. Gut, jetzt ist er kaputt, jetzt brauchen wir dem auch nicht hinterher zu machen. Ich bin auf den AKK. Ich seh dich, ja. Ich seh dich. Ich glaube aber, der wird eh vorher drauf gehen. Das ist ziemlich schnell, ne? Ja, ist er kaputt. Ja. Auf zum Hammer. Ja, der Opona Nibi. Oh, das soll bestimmt Onibi bedeuten. Naja. Das sind nur die Leute, die kein Deutsch richtig können. Oder Englisch, wie auch immer. So. Hat mir erwischt ein bisschen. Der versucht zu landen. Ich hab ihn auch erwischt. Jetzt muss ich aber hochziehen. Jetzt Abschusshilfe, sehr schön. Und dann probieren wir den hier noch zu erkaschen. Alter, fuck, der ist mir voll reingeflogen. Der arme Sack. Aha. So einem Gemetzel bei so vielen Flugzeugen. Gleich dann fast, würde ich sagen, oder? Auch nicht ganz einfach, die Übersicht zu behalten für jeden. Ziemlich ausgeglichenes Spiel.
kann es natürlich mal passieren, wenn man zu schnell unterwegs ist, dass man jemanden einfach reinfliegt. Ich bin auf UN. Nee, da ist schon wieder weg. Jetzt muss jemand zur, arbeiten. Zur Pumpernickel, da bin ich jetzt hin zu unterwegs. Ja, es muss aber jemand A nehmen, sonst. A gehört keinem, ne? Ja, ja, deswegen, ne? Wenn wir es jetzt ja, dann versuche ich das jetzt mal. Ich versuche jetzt nochmal zu landen. Da landet, glaube ich, einer von uns. Und zwei landen ist auch nicht schön. Oder ich sehe hier nur rot, ne? Kann das sein? So, ne, auf dich schießt ja einer. Das ist ganz schön geballert, obwohl jetzt habe ich freies Feld, du. Ben, aber ich kann landen. Ich versuche auch einfach zu landen. Oh Gott, ich bin viel zu schnell noch. Nebenbei schießen wir einfach mal noch auf ein paar Leute. So, den haben wir auch schon. Landen können wir jetzt erstmal nicht, weil wir eh noch zu schnell sind. Oh, liebe Freunde. So, der eine fliegt ganz schön tief, Alter. Ja, den haben wir auch angeschossen. Wenn wir jetzt hier drehen, dann könnten wir landen. Oh, unser MG. Na gut, wir müssen es nur nachladen, mehr nicht. Komm, lad nach, der kommt genau auf uns zu. Oh, wir sind kaputt. Nein, wir brennen nur. Vielleicht könnten wir noch. Nee, können wir nicht. Bruchlandung. Aber wir können gewinnen. Oh, die nehmen A. Die nehmen eine ein, oder? Ne, gut. Fast. Wir haben noch ein paar Flugzeuge übrig. Aber bis es jetzt endlich mal eins haben wir noch übrig. Verdammt. Unser letztes Flugzeug. Aber es sieht nicht so schlecht für uns aus. Bist du noch am Leben, Tony? Ja, ich bin jetzt gerade am Landen. Wir sind immer noch mit die Letzten, das ist so geil. Bist du gelandet? Mhm. Ja, du nimmst A. Oh. Wir haben A eingenommen. Geil, Mat, Alter, ich habe A eingenommen, aber mein Mutter will nicht mehr starten. Mein Mutter ist kaputt. Alter, ich kann noch landen. So. Ich bin im Spiegelflug. Nehmen wir uns mal jemanden hier vor. Ich bin auf A gelandet. Ja, ich weiß, wir haben deswegen auch gleich gewonnen. Jetzt! Sehr schön! Geil! Mit kaputten Propellern, kaputten Motor gelandet auf Airfield A. Damit verabschieden wir uns für die heutige Folge bei War Thunder. War Thunder, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Okay. Tschüss. Tschüss.